Deutschlands Marinechef Schönbach fühlte sich offenbar unbeobachtet und sagte bei einem Treffen in Indien, was er wirklich über den Ukraine-Konflikt denkt. Ein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist Nonsens. Putin macht einfach nur Druck und will die Europäische Union spalten. Aber was er wirklich möchte, ist Respekt auf Augenhöhe. Und meiner Meinung nach hat er den auch verdient. Mittlerweile hat Schönbach bei Verteidigungsministerin Lambrecht zwar seinen Rücktritt eingereicht, doch der ukrainische Botschafter in Berlin ist empört. Die Verlässlichkeit Deutschlands stellt er in Frage und verknüpft das erneut an die Forderung nach Waffenlieferungen. Es kommt jetzt darauf an, tatsächlich nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Und handeln bedeutet, das zu tun, was auch andere Verbündete schon seit Tagen, seit Wochen unternehmen, nämlich auch Waffen zu liefern. Berlin bleibt bislang beim Nein zu Waffenlieferungen. Von der FDP heißt es, man verurteile die Aussagen des Vizeadmirals ebenfalls scharf. Wichtig sei jedoch die sofortige Distanzierung der Bundesregierung. Die Tatsache, dass die Ministerin der Verteidigung umgehend klargestellt hat, dass die Aussage des Vizeadmirals nicht die Meinung der Bundesrepublik oder der Bundeswehr ist, ist, glaube ich, eine klare Ansage. Der Westen müsse geschlossen handeln. Gegenseitige Vorwürfe würden in der aktuell angespannten Situation nur einem helfen. Und das ist Wladimir Putin.